SWR 2 Zeitwort. Die Frauen sollen sich nicht nach den Männern richten. Sie sollen sie sein. Sie sollen schön sein, elegant sein, gescheit sein. Alles, das ist eine Frau. Und alles das ist Enne Burda, als sie am 1. Oktober 1949 die heruntergewirtschaftete Modezeitschrift Favorit der Geliebten ihres Ehemannes Franz Burda übernimmt. Ich wollte stärker sein als diese Frau. Und da diese Frau den Verlag erstmal bankrott gemacht hat, habe ich gedacht, Gott, was die Frau kann, kann ich noch 10-mal. Enne ist seit 17 Jahren Ehefrau von Franz, Mutter seiner 3 Söhne. Und sie ist tief verletzt, als sie erfährt, dass ihr Mann schon seit Jahren fremdgeht. Aber Scheidung kommt für sie nicht in Frage. Was hat denn eine Frau, wenn sie geschieden ist? Ein armer Teufel ist sie meistens. Am Platz bleiben, da wo ich hingestellt worden bin. Und ich bin vom Schicksal an diesen Platz gestellt und den lasse ich nicht. Kenntnisse vom Verlagswesen hat die 40-Jährige nicht, aber ein Gespür für Mode und für die Bedürfnisse der Frauen in der Nachkriegszeit. Ich kann ja nicht das Heft voller eleganter Mode machen, weil die, die das Heft kaufen, für jeden Tag Mode brauchen. Und das war der Erfolg von Burda Moden, dass ich selber eine durch und durch praktische Frau war und wusste, was so normale Frauen brauchen. Außerdem eine ausgesprochen ehrgeizige und resolute. Das gefällt nicht jedem und jeder. Die Männer haben mich im Anfang nicht für voll genommen. Mehr Schwierigkeiten haben mir die Frauen bereitet. Insbesondere die Moderedakteurinnen, die mich ablehnten, mich sogar bis zum Boykott verfolgten. Viele Jahre später erklärt Sohn Hubert, woran das gelegen haben könnte. Meine Mutter war kein Teamspieler. Coaching, die Kreativität im anderen zu wecken, ihm das Gefühl zu geben, man ist in einem Team. Das war in den 50er und 60er Jahren natürlich nicht so im Mittelpunkt. Mein Führungsstil war klar und hart. Befehl und Schluss. Burda Moden ist der neue Titel, unter dem ihre Zeitschrift ab 1950 erscheint. Mit einem bestechend einfachen Konzept. Tragbare Mode zum Häkeln, Stricken und vor allem selber nähen. Zu den gezeichneten Modevorschlägen werden von erfahrenen Schneiderinnen Schnittmuster für alle Größen hergestellt. Eine schwierige Arbeit, die viel Sachkenntnis erfordert. 1965 erreicht Enne Burdas Schnittmusterzeitschrift die Millionenauflage und macht mehr Umsatz als der Verlag ihres Mannes. Weitere Magazine folgen und prägen bis in die 70er Jahre den Geschmack ganzer Generationen. Weltweit. Sie lebt im Jetset zwischen Rom, Paris, New York und anderen Modezentren der Welt, um informiert zu sein. Aber auch, um das mondäne Leben zu genießen. Enne Burda liebt Luxus und trifft sich gern mit Prominenten aus Film, Funk und Politik, zum Beispiel mit dem ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Also für mich ist Enne Burda ein Kraftwerk mit Herz. Auch privat zieht Enne mit Ehemann Franz gleich. 30 Jahre lang hat sie einen Geliebten in Italien. Giovanni hat mich angebetet und was ich gemacht habe, war richtig. 1994 übergibt sie das Kommando an Sohn Hubert, bleibt aber Herausgeberin des Verlags. Arbeit ist mein Leben oder Arbeit war mein Leben. Die größte Traurigkeit im Alter ist nicht mehr arbeiten können. Enne Burda hadert mit dem Alter und lebt zurückgezogen in ihrer Villa in Offenburg. Dort stirbt sie 2005 mit 96 Jahren. Ich schlief und träumte, das Leben sei Freude. Ich erwachte und sah, das Leben ist Pflicht. Ich handelte und die Pflicht wurde zur Freude. Und das meine ich, das wäre auch der Sinn des Glücks.